Hallo Leute und guten Morgen hier aus meinem Kleiderschrank. Ihr seht es vielleicht schon, ich habe wirklich viele Klamotten. Oh mein Gott. Ja, ich bin eine ganz typische Frau, ein ganz typisches Mädchen. Ich habe viel zu viele Sachen, die ich viel zu selten anziehe, Leute. Und deshalb ist es so wichtig, ab und zu mal den Kleiderschrank auszumisten. So, und wie gehe ich da am besten vor, Leute? Und zwar da ein Tipp von mir. Man will sich ja wirklich nie von den geliebten Teilen trennen, obwohl man sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja fast nie anzieht. Und da mache ich das immer so, ich schaue mir das Teil an, ja, und denke mir dann, ah, wenn es jetzt, wenn ich es nicht so oft anhatte, dann redet man sich ja immer ein, ah, das kannst du noch zu Hause tragen oder das ziehst du mal zum Sport an und so weiter, ja. Und dann hat man zum Schluss ganz viele Sachen, die man ganz häufig zum Sport anzieht, bloß hat man sich dann wieder neue Sportsachen gekauft. Ihr wisst, was ich meine. Und da stelle ich mir immer die Frage, ich schaue mir also das Teil an und denke mir, Folgendes, weil es ist ja so, wenn man ausmistet, dann möchte man ja auch Platz für Neues schaffen. Man möchte vielleicht ein bisschen aufräumen, vielleicht möchte man einen neuen Lebensabschnitt wagen oder man hat ein bisschen abgenommen und hat jetzt ganz neue Kleider und fühlt sich toll. Und deswegen ist es ja immer so ein bisschen ein Aufräumen, neuer Lebensabschnitt vielleicht auch. Man mistet aus, man freut sich auf was Neues. Man macht Platz auch für was Neues. So, also ich schaue mir dieses Teil dann an und denke mir, passt dieses gute Stück noch zu meinem neuen Ich? Ja, passt es zu dem, wie ich zukünftig sein möchte? Ja, und wenn da irgend so ein verranztes, rumpeliges Ding ist mit einem Loch drin, dann sage ich, nein, das passt nicht mehr zu mir. Ja, das kommt raus. Und dann sortiere ich das wirklich aus, Leute. Und dann zweiter Tipp, wenn ihr euch trotzdem nicht trennen könnt, ja, dann macht genau, stellt euch diese Frage bei jedem Teil, was euch nicht so gut gefällt, und dann macht ihr einen Riesensack und schmeißt diese Teile da rein. Und wenn euch das Herz noch blutet, das wegzugeben oder wegzuschmeißen, dann lasst ihr es irgendwo liegen, ja, also nicht im Kleiderschrank selber, sondern irgendwo im Keller oder so, bringt es auf jeden Fall weg. Und wenn ihr diese Sachen, ja, ein halbes Jahr nicht anzieht und nicht vermisst, ja, dann nehmt ihr diesen ganzen Sack und bringt ihn einfach weg. Ihr bringt ihn einfach weg. Also wenn ihr den Gedanken daran nicht mehr habt, wenn das Teil nicht da ist, dann gehört es auch nicht in euren Kleiderschrank und hat da auch keinen Platz mehr, Leute. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Ich stelle mir diese Frage jedes Mal. Ansonsten würde ich mich nie von Teilen trennen, glaube ich. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Ciao, macht's gut, eure Lana.